So, liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Space Engineers. Diesmal mit dabei die Weltraumkollegen Pietsmeet, Peter Smits und Bram Dennis Bram. Roger, Roger. Yay. Also Roger. Der Kollege Kesselmark Sebastian Lenzen, dem sind leider seine, weiß nicht, Anzug Überlebenssachen ausgefallen, der ist heute nicht da. Ich bin in meinem Spawnschiff hier gespawnt, was quasi schon so halb auseinandergenommen wurde von unseren, von allen. So, jetzt muss ich mal ein bisschen Revue passieren lassen. Was wir denn hier nochmal gemacht haben, beziehungsweise was wir denn hier nochmal vorhatten. Ach ja, genau, wir haben die Sachen verbunden. Also wir haben jetzt eine Raffinerie bei uns im Schiff. Was ist das hier nochmal gewesen? Was bist du denn? Leichte Panzerung? Wieso ist denn da eine leichte Panzerung? Say what? Da kann doch was ganz anderes hin. Und der Assembler. Wieso kann man den noch nicht benutzen? Da, genau. Was ich noch zeigen wollte, was eigentlich ganz cool ist. Ach so. Wenn wir uns kurz bei dem Turm treffen. Ah ja. Moment. So, so. Den Assembler, den muss man natürlich auch von hier aus dann bedienen können. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Assembler. Peter, abschießen. Können auf die Frachtcontainer zugreifen, haben eine Raffinerie. Das nächste, was wir jetzt hier in dem Schiff dann auch bauen werden, ist ein Medical Lab. Und jetzt gehen wir mal gucken, was Peter uns da zu zeigen hat. Commander Peter, wo sind Sie? Da. Hui! Ja, hier, das sind die. BAM! Wow. Das sind die Dinger. Entschuldigung, das sind die Dinger hier. Wenn man jetzt. Wenn die man roten jetzt Lämpchen? Farmt, die drei Dinger hier. Achso, die Sammler meinst du? Ja, genau. Wenn man jetzt farmt und das Schiff einfach hier drüber platziert und mit dem richtigen Modul einfach alles rauswirft, werden die Sachen hier automatisch reingesaugt und verarbeitet, was echt praktisch ist. Das heißt, wenn Bram müsste dann auch nicht mehr von Schiff zu Schiff rennen, der mich gerade ein bisschen böse mit seinem Schiff anguckt. Nein, okay. Nein, niemals! Du wirst mich niemals kriegen! Kann ich mal schießen? Ich finde die Perspektive so geil, weißt du, wenn du halt... Ich hab gar keine Muni dabei. Doch, ich hab Raketen dabei. Aber ich weiß nicht, wie ich damit schieße. Die musst du auswählen. Die musst du bei G drücken und dann auch in die Leiste unten ziehen. Ah. Und dann piu piu. Schieß mal eine. Ja, jetzt schießt du mit der Gatling. Weggetrieben. Jetzt hast du zwei Raketen weggeballert. Ah, okay. Könnte mal wissen, wie das geht. Erstmal wieder landen. Ja, und wenn du landest, kannst du P drücken und dann... Ja, weiß ich. Ah, okay. Für ja, und dann? Dieses Andocken. Ja, achso, genau, dann geht das Magnetding aktiv. Genau. Wenn es eins hat. Wobei haben das automatisch alle Lande, also alle Lande, weiß ich nicht, sagt man Klappen? Landefüße. Landefüße, ja genau, ja, ja, ja. Haben das alle automatisch oder musst du dafür was ins Schiff einbauen? Ne, ja, die haben das automatisch, wenn du die da dran baust, die... Das ist ja auch schon. Füße. Weil ich weiß. So, dann gucken wir mal, wo die Medical Station platzieren. Sollte natürlich nicht da... Ich muss sowieso mal gucken, was wir alles noch für Zimmer hier haben, sozusagen. Ja. Geh mal wieder in die Ego-Sicht. Hier im Schiff ist halt irgendwie praktischer. Was hat uns nochmal gefehlt an, an Werkstoffen? Nickel. Nickel? War eins der Sachen. Nickel. Oder war es Silizium? Eins von beiden. Nickel? Da hatten wir nicht mehr viel von. Und genau, für deine, für deine Glasplatten. Schiff hier wegmachen. Wieso kann ich den Konveyor denn nicht... Achso, der, ach klar, der verwaltet hier mal. Soweit ich weiß, für deine Panzerglasdinger brauchten wir noch, Silizium war es, glaube ich. Da hatten wir nicht mehr viel von. Okay. Also das hier ist dann die Arbeiterstation. Da hatten wir halt Platz zu. Dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch auf dem Schiff haben. Ist eigentlich gewollt, dass die ganze Zeit die Turbinen laufen? Ja. Yep. Okay. Okay, okay. Ich such mal Silizium bei anderen Asteroiden. Wir denn hier fahren? Dann versuche ich hier jetzt mal, mir so, ein geiles Schiff zu bauen. Ach ne, das ist noch ein Cargo-Container. Ja, okay. Hm. Oh, Uran. Uran wichtig? Oh. Ja, was ich mir, also ist ja noch eine Alpha das Spiel, aber was ich mir echt gerne wünschen würde, ne, von den Entwicklern, Energie des Anzugs ist niedrig, soll das eigentlich. Das wäre später halt noch so Sachen wie irgendeine Einrichtung. Also Deko-Zeug. Ja, wenn man so ein riesen Schiffchen hat, und sich dann da auch Räume einrichten will, dann wäre es ganz cool, wenn man zumindest so Tische und Stühle oder so ein Kram hätte.
Weil wenn man sich da so große Räume selber baut, dann sind die meistens leer. Das wäre ganz cool. Aber Peter sagte ja auch mal, wenn man mal an die Minecraft-Alpha denkt, was da alles noch nicht vorhanden war, dann kommt da vielleicht noch ein bisschen was. Ja, damals waren die Sprünge sind ja ein paar gewesen. Wie fange ich eigentlich an, ein neues Ding zu bauen, einfach in der Luft? Quasi gar nicht, oder? Doch, mit draufsetzen, oder? Mit neues Schiff meinst du? Ja. Geh, dann wählst du ein neues kleines Schiff und dann platzierst du irgendwie. Ach ja, stimmt, dann platzierst du das. Und im Tutorial hat der Typ immer mit dem Cockpit angefangen und dann nach hinten weggebaut. Also zumindest für die kleinen Dinger. Hier fängt er bei mir mit einem Fahrwerk automatisch an. Ja, das hat er bei mir auch gemacht, genau, mit den Landefüßen. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Oh, krass, okay. So. Okay, dann kommt die Medical Station halt auch da oben hin, weil dann muss man nicht tausendmal hin und her rennen. Oder vielleicht einen Raum weiter. Ich hab den ganzen Scheiß nicht dabei, um die Scheiße. Ui, oh oh. Oh oh. Scheiße. Ja. Was ist da los? Bin ich doof. Ja. Das ist doof, Mama. Plups. Das ist doof? Das ist doof. Ist das doof? Das ist doof. So, entweder pappen wir die hier hin oder. Ja, wobei hier würde auch noch gehen. Hier wäre eigentlich ein super Platz. Gucken wir mal. Wo haben wir sie denn? Ne, eine Tür brauchen wir nicht. Wo ist denn die Medical Station? Ja. Was ist das? Da, Krankenstation. Buaka. Jawoll, die passt. Die wird sogar dahin passen. Ich weiß allerdings nicht, ob man die jetzt irgendwie verbinden muss. Ach, stellen wir die einfach mal hier hin, oder? Ups. Medizinische Komponenten? Oh Gott, wo krieg ich die denn her? Ach so, nee, wenn die Dinger alle gelb sind, ging das nicht, ne? So könnte ich die platzieren. Das wäre aber irgendwie ein bisschen uncool. Warum das denn? Ach, die muss ich drehen! Ah, guck mal an. Hi. Dann passt das auch, oder? Ja, Moment. Eigentlich so. So. Das sieht doch gut aus. Wieso geht er nicht? So. Okay, Alter, die ist voll groß. Da müsste die ja hier hinpassen. Aber dann wird die deinen Weg versperren. Das ist irgendwie blöd. Die braucht zwei breit. Ja, Moment. Ja, pass auf. Ja, ja, Peter denkt sich auch, was machen die da wieder für Bullshit? Ach, ihr macht das schon. Ich versuche mich gerade durch zu Uran zu bauen, aber das. Plurales Majestatis erfolgreich durchgesetzt. Einfach. Warte mal. Da, Buyaka. Wieso musst du denn so weit nach vorne, du kackiges Ding, ey? So ist doch gut, da kann man doch dran vorbeilaufen. Aber doch nicht. Ne? Aber so doch nicht. Ja, nee. Da passt halt aber nicht. Da kann ich hier auch nirgendwo hinsetzen. Außer hier und da. Ne, nicht da. Da sind Fenster. Ich will die Fenster nicht verbauen. Okay. Wir suchen jetzt einen Spot für die Medical Station. Das ist ganz wichtig. Weil wir könnten hier unten ins Hangar machen. Dann kommt man zumindest schnell rein und raus. Aber nee, dann können da noch weniger Schiffe landen. Das ist auch wieder blöd. Ach man, ich bin mit der Konstruktion nicht einverstanden. Weiß da gerade einer von euch? Ja. Ich höre das über einen Kilometer weit. Wie abgefahren ist das denn, ey? Ich wollte ein lautes Schweißgerät. Ja, aber richtig hautes Schweißgerät, Alter. Scheiß da gerade jemand von euch? Ich höre das über einen Kilometer weit. Ja. Oh. Ja. Ja, das ist doch hier Kackjes. Warum? Da kann ich auch nicht hinbauen. Wenn ich die jetzt hier baue, dann haut man ja dagegen. Nee, das ist ja auch blöd. Stimmt, Brams fragt, der Farmding ist ja kaputt gegangen. Oh lol, jetzt erinnere ich mich erst wieder daran. Oh ja. Ja, jetzt so versuche ich doch mich tatsächlich mal daran, ein eigenes Schiff zu bauen. Das ist eigentlich auch cool. Ja, warte mal, so wäre doch eigentlich gar nicht verkehrt, oder? Weil da kann man. Na komm, Bams. Okay. Interne Panzerung habe ich nicht so viele. Das Geile ist, das können wir jetzt alles hier im Schiff vielleicht holen.
Je nachdem, ob es denn hier drin ist. Da guck mal, haben wir schon medizinische Komponenten. Wo ist denn... Alter, die Frachtcontainer sind ja alle leer. Was ist denn da los? Wieso ist das Schiff leer? Alles leer? Naja, da ist noch ein bisschen Zeug drin. Bram hat natürlich wahrscheinlich jetzt einiges rausgenommen, um sein Schiff zu bauen. Eigentlich nur Stahlplatten bis jetzt. Und ein paar Computer. Wo ist denn das ganze Zeugchen hin? Oder haben wir das alle schon verbastelt? Ich meine, wir waren ja auch schon... Ja, wir haben schon eine ganze Menge verbastelt, so ist es nicht. Gucken wir mal, was die Station noch zu bieten hat. Ansonsten bauen wir einfach hier das Schiff mal auseinander. Da dürftet ja leichte Panzerung... Nein! Was hast du gemacht? Bin gestorben. Oh. Das haben wir jetzt hingekriegt. Ich hoffe, du hattest nicht allzu viel im Inventar. Nee. Außer die medizinischen Komponenten, die ich gleich brauche. Naja. Ja, ich bin zu tief gefallen. Ich habe einfach mal mein Jetpack ausgemacht. LOL! Karma! Ist auch gestorben. Ja. Das sind alles Stahlplatten. Ich brauche keine Stahlplatten. Oder doch? Da! Warte mal. Was haben wir hier? Da! Interne Panzerung brauche ich doch gar nicht, oder? Oder doch? Ja, doch. Also, ohne Spaß, haben wir eigentlich noch dieses kleine Schiff, was andere Schiffe auseinanderschweißen kann? Ne. Verdammt. Das haben wir umfunktioniert. Bevor wir wussten, wofür das gut ist. Ja, richtig. Wieso bin ich denn jetzt gestorben, ey? Nee, mein Schiff ist explodiert. Jawohl! Guck mal, hier kriegen wir da einiges raus. Kleines Triebwerk, einfach mal abbauen. Auf jeden Fall einfach im Schiff gestorben, während ich gerade gefarmt habe. Aber warum ist, das muss ich noch herausfinden. Nobody knows. Bugs. Bugs everywhere. Na, weiß ich nicht, vielleicht auch kein Bug. Hier war es nicht. Das Schlimme ist, welcher Asteroid war es denn jetzt? Scheiße. Hattest du eigentlich das mit den eckigen Klammern mal ausprobiert zum Färben? Ja, das habe ich irgendwie noch nicht richtig hingekriegt. Wie aktiviert man die denn? Muss man wirklich Alt drücken? Nee. Welche waren das denn? Ach, keine Ahnung. Machen wir später. Jetzt muss ich wieder gucken, fliegen, weil ich ja brauche. Wo kriege ich medizinische Komponenten her? Ui. So. Ja, der war das auch nicht. Scheiße, leckt mich doch am Arsch, ey. Doch, interne Panzerung brauchen wir. Herstellungskomponenten haben wir, Metall, okay, Stahl, Medizin. Wo gibt's denn medizinische Komponenten? Jo. Wie mach ich das denn? Da. Eisenbarren, Nickelbarren, Silberbarren. Oh oh. Brauchen wir wieder Nickel für? Wir haben überhaupt keine. What the fuck? Haben wir im Inventar hier echt keine Barren mehr? Doch ein Frachtcontainer. Aber kein Eisen, kein Nickel, kein Silber. Also in dem großen roten Schiff ist eisenmäßig gar nichts mehr. Ich hab echt kein Eisen mehr. Nee. Ist ja krass. Ich weiß nicht, wie das in dem blauen oder in der Station aussieht, aber... Da haben wir noch 3400 Kilo Eisen drin. Guck mal da, interne Panzerung. Heise, Panzerglas. Das Cockpit scheint einfach kaputt gegangen zu sein. Bist du irgendwo gegengeflogen? Ich bin halt in so einem Asteroiden drin am Farmen gewesen. Vielleicht muss man da echt ein bisschen mehr aufpassen. Also uns fehlen Nickel und Silber. Müssen wir gleich auch mal farmen gehen. Ui. Boah, ich liebe Fliegen. Weißt du, wie kriegen wir denn das Schiff jetzt hier wieder raus? Ich meine, das ist ja schon noch ein bisschen wert, so ist es nicht? Ja.
Try it einfach irgendwie. Wieder zusammenbauen, Peter. Ja, das ist nicht so einfach wie... So einfach. So, wie hatten wir das denn hier nochmal gemacht? Wir haben Connector Left Back. Ne, nicht Connector. Die Konnektoren. Der Sammler. Welcher Sammler war das denn jetzt? Ach, der Fahrer an. Okay. So. Guck mal, wir haben noch 5000 haben wir noch an Eisen. Ja, aber das andere ja Zeug mal. Leider nicht mehr. Ja, nochmal 11.000, 12.000 Eisen nochmal. Wie war das denn hier nochmal, dass der das jetzt rausschießt? Oh, oh. So, scheiße, wir haben echt kein Silizium mehr. Fuck, Peter hat aber auch keins mehr dabei, wa? Nee. Sollte hier welches farmen, aber... Was haben wir denn hier noch so geiles? Die müssen wir dann einsammeln. Gold, Eisen, Stein. Okay, scheiße. Okay, die Sammler sind alle an. Ich hoffe mal, ich schieße das jetzt nicht hier in den Weltraum. Peter, wie hast du diese roten X'e weggekriegt bei Sammler und Verbinder? Roten X'e? Ja, du hattest dich doch da irgendwie beschwert, da wäre so ein rotes X, das funktioniert irgendwie nicht. Weil mein Sammler, der sammelt den ganzen Kram gerade nicht auf. Hast du den denn eingestellt auf alles einsammeln? Den Verbinder, also da, wo rausgeschossen wird, den habe ich eingestellt auf alles einsammeln, damit der alles raushaut. Aber der Sammler will nicht sammeln. Und der Sammler von dem Schiff, Moment, die Sammler sind alle an. Boah, ich habe gerade eine geile Idee. Und ich mal ganz kurz mein das Kriegsschiff und gib mir mal diesen Mining Transporter angucken. Mal das Ding kann. Also die Sammler sind alle an. Oder hast du das doch über die Konnektoren gemacht? Nee, ne? Das war Konnektor und Sammler, oder? Das müsste ich mir jetzt angucken bei dir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie wir das vor ein paar Tagen gemacht haben, aber deswegen mache ich das mal hier lieber wieder aus. Das ist doch gerade nicht so wichtig. Ich gehe jetzt eh... Was ist denn eigentlich mit dem blauen Schiff? War da noch was drin? Erstmal alles auseinandernehmen, was man so hat. Auseinandernehmen nicht, aber weiß ja nicht, was hier noch so. Ah, da sind noch die Uranstäbe drin, aber sonst ist da gar nichts mehr. Bin ich gleich mal gespannt, wenn ich dann bei dem Mining Transporter ankomme, was das für ein Ding ist. Was ist denn der Mining Transporter? Ja, das ist einfach, was da so oben rumfliegt, weißt du, wenn du in die Luft guckst. 15.000 Meter, Kilometer ist er von dir entfernt. Ja, kann ich nicht angucken, ich versuche noch. Aber du fliegst da gerade hin, oder was? Ja, gerade hin, ich will da mal sehen, was das ist. Haben wir jetzt gar kein Mining-Schiff mehr? Nee, kein funktionierendes. Was ist denn das hier? Ah, der Mining Transporter. Vielleicht könnte man ja eins von diesen gelben Schiffen nehmen, da überall Bohrer dran bauen und wirklich so eine Knutschkugel draus machen. Die sind aber viel zu klobig. Das ist halt leider echt noch nicht so optimal. Auch den Sammler, den wir umgebaut haben mit den Bohrern da vorne dran. Das funktioniert noch nicht so wirklich gut.
Also, abgesehen davon, dass mir das Ding halt kaputt gegangen ist, muss man halt auch irgendwie darauf achten, dass die Bohrer mit so einer Pipeline verbunden sind, die dann wieder mit den Frachtcontainern verbunden sind, weil sonst funktioniert das nicht. LOL, das Ding schießt auf mich! Ich bin tot. Oh, okay. Okay, also so eben mal ausrauben ist nicht. Das heißt, du musst dann wirklich hingehen und das Ding abschießen, um das dann auszurauben? Wahrscheinlich so. Ach, das ist Magnesium. Wieso wird mir das denn nicht mehr angezeigt? Ich habe gerade noch ein paar Sachen aus dem Mining-Ding bei uns in die Raffinerie gepackt. Alter Junge, das Ding habe ich mal eben ganz schnell weggemacht. Oh, Peter fliegt ja auch gerade hin. Naja, ich hab's mir anders überlegt. Tja, Nickel. Da unten ist doch Nickel. Nice one. Waren wir an dem Nickel schon dran? Habt ihr da irgendwie was hingebuddelt? Ich glaube dann nicht. Ich habe gerade zwei Sachen. Aber das war kein Nickel eigentlich. Keine Ahnung, wo der Nickel herkommt. Aua. Erstmal wieder aufladen, sonst, naja. Geh ich wieder drauf. So. Ja. Wo ist denn die Raffinerie? Ich werde jetzt per Hand das Mining-Ding freilegen und dann irgendwie gucken, ob man es reparieren kann. Das ist mein Plan aktuell. Alter, ein bisschen planlos, wenn ich ganz ehrlich bin. Wäre echt schon geil, wenn man so ein gelbes Schiff komplett umbauen könnte zu so einer Knutschkugel, die überall so Dinge hat. Man musste einfach nur so landen quasi und fräst sich dann einmal komplett durch so einen Block durch. Was ist denn aus deinem Plan geworden, ein eigenes Schiff zu bauen? Ja, das Problem ist, da fahren wir keine Rohstoffe. So, okay. Ja, wir brauchen echt wieder Rohstoffe. Das ist gerade einfacher gesagt als getan, leider. Bei dem Plan würde ich gerne verfolgen, aber es scheitert halt schon daran, dass ich kein Cockpit bauen kann. Und für alles andere haben wir auch keine Rohstoffe. Ja, das Problem ist, das Cockpit ist auch das, was wir für das Mining gegen brauchen. User in your channel timed out. Lol. Ja, das denn jetzt? Was? Was ist das denn? Wieso bin ich jetzt gestorben? Nein! Ja, ist doch gerade einer ausgetimed. Was? Warum Server? Achso, Bram ist weg. Ja, ich bin gerade aus Versehen gestorben, indem ich in den Zerleger geflogen bin. Oh Mann! Was hast du so dabei? Ja, die Sachen für die Medical Station. Oh mein Gott, Alter. Was willst du denn mit einer Medical Station? Die braucht man doch auf dem Schiff. Kann ich sagen, das Mining Transporter Schiff kommt genau zu uns geflogen. Im Ernst, das kommt zu uns geflogen? Ja, dann nehmen wir das kleine Schiff und ballern das weg. Wenn wir haben drei Schiffe. Das hat nicht funktioniert. Aber dem kleinen Schiff, das schießt nicht vernünftig. Das hat mich sofort damit gekillt. Ach, du hattest das kleine Schiff? Sofort. Das Ding ist mega krass bewaffnet. Moment, das heißt, wir haben gar keine mehr von den Anfangsschiffen? Ja doch, das große Blaue und das große Rote. Ja, okay, verstehe. Das große Unser Blaue kleine... kommt mir eher vor, als das Rote vor wie ein Kampfschiff. Und der Bram hat absolut recht, das kommt immer näher. Das wäre ganz schön scheiße, wenn das direkt hier vorbeifliegt und dann anfängt auf uns zu schießen. Ich mach zumindest mal von dem Blauen den Generator an, damit die automatischen Geschützdinger schießen. Falls das Ding kommt. Ja, das ist eine gute Idee. So, hier können wir ja dann wieder das Dings anmachen. Ach komm. Warum hat denn. Was ist denn hier? Ja, Moment. Ach, da steht ja auch die Kilowattzufuhr bei. Ach, guck mal an. Ey, du kannst ja auch die Feldreichweite erhöhen von dem Gravitationsfeldgenerator. Guck mal. Oh oh. Oh oh. Ja, Moment. Das heißt, man kann aber auch die Schwerkraft einstellen, die Beschleunigung.
Machen wir die mal auf 0,8G. So, egal. So. Scheiße, wo ist denn das scheiß Cockpit in dem Wix-Schiff? Da wäre fast meine Raumanzugsgesundheit, Energie weggegangen. Du brauchst mehr interne Panzerung, Mama. Ja, den ganzen anderen Kram, den ich habe, den könnte ich da eigentlich mal hier rein tun, wa? So. Business Shipment? Was ist das denn? Oh, stimmt, das ist was Neues. Wo ist denn der Miner? Ist der Miner weg? Ja. Meinst du? So. Ist ja praktisch. Wie viel Energie haben wir denn noch? 16? Ich glaube, ich mache mich mal voll, dann fliege ich mal dahin. Womit? Mit meinem Raumanzug. Ihr Business Shipment kommt aber auch näher. Ja, aber das. Leute, das andere ist gerade eben einfach verschwunden. Und ich will nicht, dass das passiert. Sorry, Raum. Wieso liegen hier eigentlich Werkzeuge? Ich geh mal auch mal kurz auf den Weg zu dem Business Shipment. Ich will mal sehen, was das meint. Lichtschweißgerät, Motoren. Abmarsch. Full Speed Ahead! Ich habe eine Masse von 178 Kilo. Mann. Fast wie in echt. 130, ey. Moment, du hast 178, da hast du mehr. Wie geht das denn? Ich weiß nicht, vielleicht hast du noch Sachen dabei und ich nicht. Ah, stimmt. Ja, macht Sinn. Ich habe zwei Motoren noch dabei. Oh, willst du die nicht erst zurückbringen, bevor du losfliegst? Die wirst du sonst verlieren. Bin schon lange weg. Also, ja, ich bin schon fast bei der Hälfte. Jetzt gleich in 2 Minuten. Also, ich habe den Point of No Return schon lange gleich passiert. Und zwar. Ich verstehe schon. Okay, scheiß auf die Motoren. Wie schwierig sind denn Motoren herzustellen? Weiß ich nicht, nicht schwer. Vielleicht ist das Schwierigste auf der Welt. Nee, Peter, das passt schon. Moment, jetzt haben wir die Hälfte. So, 6000 Meter noch. Verdammt, Alter, du bist 1000 Meter vor mir, krass. Aber es ist ein Business-Shipment, also warum sollte er halt auf uns schießen? Wir haben auch keine Waffen dabei. Dachte ich mir bei dem Miner auch. Das Blöde ist bei dem Business-Shipment. Womit sollen wir Business machen? Ich habe zum Handeln nichts dabei. Bei Motoren. Ja, stimmt, Motoren. Und ich könnte meinen Körper anbieten. Wo ist denn das? Da. Ah, ich sehe das Schiff. Muss ein bisschen weiter runter. Oh, 1000 Meter noch. Da ist es. Also wenn man das auf 1000 Meter so hoch sieht, ist das doch ganz schön groß, oder? Der fliegt selber auch. Gestern getanzt ist halt die ganze Zeit wieder. Ja, das ist eine. Ja, das sieht aus wie ein Satellit. Das treibt sich auch mit Solarzellen an. Ja, du musst halt ein bisschen hinterherfliegen und gucken, dass die nicht dagegen klatscht. Wo ist denn hier mal eine Türe? Weiß ich auch noch nicht. Ich bin auch noch am Suchen. Hier. Hinten. Aber ich kann da nicht rein. Komm schon. Jawohl, ich bin drin. Nein! Jetzt fliegt es weg. Komm, mach die Tür auf. Jawohl, Luke ist auf. Alter. Ohne Spaß. Wo ist denn die Tür? Hinten drin, aber ich muss die Luke wieder zumachen, weil dadurch, dass ich drin bin, werde ich trotzdem hinten gegen die Türe geballert. So, jetzt gucken wir mal. Alter. Cockpit. Leute, ich kann das Ding steuern. Ha! Unser Schiff. Bremst mal kurz.
Moment mal. Wieso kann ich nicht bremsen? Die Tür ist auch echt der geilste Spot ever. Also dadurch, dass ich alles loslasse, bremst es nicht automatisch. Ich muss wirklich gucken, dass ich S drücke. Bin jetzt bei 12 Meter die Sekunde. 11, 10. Ich halte das mal an. Boah, das bremst aber echt nicht schnell. Hui. Hab schon 3,5 Meter pro Sekunde. Jetzt kannst du zurückfliegen. Ja, aber das hört nicht auf zu fliegen. Also ich kann nicht anhalten. Außerdem... ist ja nix. Hat das keinen Schwerkraftgenerator? Jetzt fliegst du wieder schneller, wa? Ja klar. Ab zur Plattform damit. Aber du kannst das Ding nicht anhalten. Nix ab zur Plattform. Und wenn ich die Motoren ausmache, fliegt das Ding einfach weiter. Ja eben. Das heißt, das ballert volle Möhre durch unsere Station dann durch. Oh, ob wir das wollen? Also du kannst ja zwar irgendwie steuern, aber nicht anhalten. Kannst schneller fliegen, nach links und rechts, aber nicht anhalten. Langsam geht auch. Bin jetzt schon 12 Meter runter. Das ist wahrscheinlich der einzige Schutz, den das Spiel momentan hat, damit du die Schiffe nicht einfach kaperst, so wie wir das gerade gemacht haben. 8 Meter pro Sekunde, 7 Meter pro Sekunde. Ja genau, versuch mal so langsam wie möglich zu fliegen, dann gucke ich mal in die Container außen rein. 4 Meter. Ich glaube 3,5 oder so ging. Ich bin noch raus. Fuck. Komm schon! Wieder. So, Tür wieder zugemacht. Okay, was haben wir denn da? Conveyor, ne, nix Conveyor. Was ist denn hier der ganze? Was, ich bremse die ganze Zeit, alles. Ich glaube, immer schneller, obwohl ich bremse. Achso. Alter. Ach Gott, ich flieg rückwärts. Da oben. Da ist es. Nein, bleib hier. So. Ah, okay. Was hatten das alle dabei? Frachtcontainer, das hat Triebwerke, Sensorkomponenten, Schweißgeräte. Oh, das hat Kobaltbarren und Siliziumableiter. Nehmen wir mal mit diesen Lithium-Ableiter. Reaktorkomponenten. Ja, die scheiß Bohrer kannst du behalten. Mehr hat das nicht. Das hat nicht wirklich viel. Das war's. Also ich habe das jetzt komplett ausgenommen. Bis auf die Handbohrer und Handschweißgeräte und Uranbarren. So. Da war keiner drin oder was? Nee. Aber die Bauweise ist interessant. Der dicke Reaktor. 0,01. Ah, sehr gut. Was ist 0,01? Ja, 0,00. Ich stehe. Und wenn du das Schiff ausmachst, dann fängt es wieder an zu fliegen, oder was? Oder wenn nee, jetzt nicht. Das lag daran, dass du nicht nur den Rückschub nehmen musstest, sondern auch den Seitwärts- und den Hoch- und Runterschub auf Null setzen musstest. Ach so, ja, stimmt. Ja, dann können wir wirklich zur Plattform fliegen, warte, dann komme ich wieder rein. Jo, okay. Das war nur ein Spaß. So. Tür auf. Tür wieder zu. Alles klar. Fliegen sie los. So. Und wir machen jetzt einen kleinen Warpsprung und beenden die Folge hier. Und wir sehen uns an der Plattform wieder. Und zwar morgen bei einer neuen Folge Space Engineers. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ja.